Wenn man die mystische Natur unserer Existenz erforschen will, dann ist die Verstärkung des Akash ein sehr wichtiger und notwendiger Aspekt. Wenn man einmal ein gewisses Maß an Kontrolle über die fünf Elemente erlangt hat, wird man feststellen, dass es so etwas wie das, was innen und das, was außen ist, nicht mehr gibt. The five elements that we recognize. Die fünf Elemente, die wir als die Grundzutaten des Lebens betrachten, diese Elementarmagie, ich nenne sie Elementarmagie, because just with five things. Denn nur mit fünf Dingen, nicht fünf Millionen, nur mit fünf Dingen. Mit fünf Dingen ist zu viel getan worden. Mit fünf Dingen ist das, was sich als Kosmos, was sich als Leben, was sich als das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken und berühren können, darstellt, weit jenseits der Permutationen und Kombinationsmöglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Wenn etwas über die Permutationen und Kombinationsmöglichkeiten hinausgeht, dann ist es nicht mehr mathematisch, sondern magisch. Diese Magie der Elemente, die Beherrschung dieser Magie der Elemente, ist also die grundlegendste Dimension des Yoga. Im Wesentlichen, wenn die Menschen körperlich robust sein wollen, dann wäre Erde wichtig. Aber für jemanden, der sich auf dem spirituellen Weg befindet, der wahrnehmen will, ist Akash das Wichtigste. Warum Akash am wichtigsten ist, liegt in der Beschaffenheit dieser menschlichen Form begründet, die zu 72% aus Wasser, 12% aus Erde, 6% aus Luft und 4% aus Feuer besteht. Der Rest ist Akash. Wenn wir Rest sagten, meinten wir nicht 6%. Wir sagten Rest. Wenn man nun den Anteil des Akash innerhalb des Systems erhöht, wenn man den Anteil des Akash in der größeren Struktur dessen, was wir sind, erhöht, dann wird unsere Wahrnehmungsfähigkeit gewaltig verbessert. Bleibt dieser Anteil gering oder wenn Akash in jemandem minimal ist, dann wird seine Wahrnehmungsfähigkeit sehr gering sein. Selbst wenn sie oder er einen großen Intellekt hat, wird dieser Intellekt in alltäglichen Dingen herumsuchen. Man kann jederzeit aufsteigen, um etwas mehr als das wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang ist also ein wichtiger Aspekt des spirituellen Fortschritts ein wichtiger Aspekt des Vijnan oder Vishesh Gyan. Wenn man über die fünf Sinne hinaus wahrnehmen will,
Wenn man das wahrnehmen will, was nicht physischer Natur ist, wenn man seine Antennen auf größere Dimensionen des Lebens ausweiten will, wenn man die mystische Natur unserer Existenz erforschen will, dann ist die Verstärkung des Akash ein sehr wichtiger und notwendiger Aspekt. Akash ist eine grenzenlose Dimension. Wenn die Zusammensetzung des Akash verbessert wird, dann wird die Grenzenlosigkeit zur Natur des eigenen Wesens. Wenn nicht Grenzenlosigkeit, dann zumindest eine Grenze, die man nicht sehen und fühlen kann. Das gibt dem einzelnen Menschen ein großes Freiheitsgefühl. Ein großartiges Gefühl, an nichts gebunden zu sein. Diese Freiheit von Bindungen in sich selbst ist der wesentliche Freiraum, den man braucht, wenn man diese fünf Elemente beherrschen will. Das gilt auch für das menschliche System. Das System gut zu erhalten, das System in einem effizienten und effektiven Modus zu halten, aber sich nicht mit ihm zu identifizieren, ist ein sehr wichtiger oder der sehr wichtige Schritt, den man machen muss, wenn man die Elemente beherrschen will. Wenn man einmal ein gewisses Maß an Kontrolle über die fünf Elemente erlangt hat, wird man feststellen, dass es so etwas wie das, was innen ist und das, was außen ist, nicht gibt, weil Elemente deine Grenzen nicht respektieren. Um es auf die einfachste Art und Weise auszudrücken, wenn du hier sitzt, atmest du. Die Luft respektiert deine Grenze nicht, sie strömt ständig ein und aus. Das ist nicht nur bei Luft so, das passiert bei allem. Die Nahrung, die du isst, und welche Substanz auch immer wir uns entledigen, und alles andere ist in ständiger Bewegung, oder die Elemente respektieren nicht die Grenzen deines Körpers. Die Grenzen deines Körpers dienen nur deinem psychologischen Wohlbefinden, aber die fünf Elemente nehmen keine Rücksicht darauf und sie interagieren ohnehin ohne deine Erlaubnis. Wenn du also einen Zugang zur Wahrnehmung der Natur der Elemente hast, dann verlierst du auch die Begrenzungen deines Körpers. Oder mit anderen Worten, du hast deine Privatsphäre geopfert, weil es so etwas wie Privatsphäre nicht gibt, weil du weißt, alles strömt herein und alles strömt ständig heraus. Wenn man die Kontrolle erlangen will, ist eine der üblichen Vorgehensweisen, diejenigen unter euch, die gerade in Amerika oder irgendwo anders auf der Welt, einschließlich Indien, sitzen, versucht nicht, dies zu tun. Du wirst sehen, die spirituellen Momente der Vergangenheit, ob du die Yogis wie die Nagas, oder die Goraknathis oder die Jains nimmst, eines der Dinge, die sie auf der untersten Ebene des Sadhana tun, ist, dass sie sich zuerst den Elementen aussetzen
weil sie wollen, dass der Austausch frei geschieht. Heute ist es nicht möglich, nackt in der Welt herumzulaufen. Obwohl es in Indien immer noch praktiziert wird, dort wirst du Tausende nackt herumlaufen sehen. Ohne sich um die sozialen Normen zu kümmern, das ist keine Möglichkeit für alle von euch. Also eine einfache Sache, die du tun kannst, ist, zu einer lockeren Art der Bekleidung zu wechseln. Nun, du siehst vielleicht nicht wohlgeformt aus, aber du hast ohnehin keine Form auf der Elemente-Ebene. Sie befindet sich in ständiger Transaktion. Um dies zu erleichtern, um sich dessen bewusst sein zu können, ist es wichtig, dass zwischen deinem Körper und dem, was du trägst, etwas Raum vorhanden ist. Dass es keine eng anliegende Kleidung ist. Dies ist ein Schritt, den man tun kann. Wenn du aufmerksam bist, wirst du sehen, dass über diesen Atemzug hinaus ständig eine ganze Menge von Transaktionen im ganzen Körper stattfinden. Wenn man diesen Transaktionen genügend Aufmerksamkeit schenkt, dann wird man auch langsam die Natur und die Zusammensetzung der Elemente in uns verstehen. Dann wird die Verbesserung einer Dimension oder die Steigerung des Akash im System durch entsprechende Praktik eine Möglichkeit. Und wenn ich das sage, lautet die erste Frage natürlich, Sadhguru, was ist das für eine Praktik? Die Praktik steht nicht an erster Stelle, die Aufmerksamkeit steht an erster Stelle. Durch Aufmerksamkeit, wenn man weiß, dass eine Transaktion stattfindet, nicht durch den Intellekt, sondern durch Aufmerksamkeit, wenn man weiß, dass eine Transaktion stattfindet, dann ist etwas, das wir tun können, die Transaktion zu unseren Gunsten zu verfeinern. Zuerst musst du dich um die offensichtlichsten Transaktionen kümmern. Die offensichtlichsten Transaktionen sind die Atmung, die Nahrung, die Aufnahme von Wasser und die Körpertemperatur sowie die Umgebungstemperatur. Dies sind die offensichtlichsten Transaktionen. Schenke diesen offensichtlichen Vorgängen einfach etwas mehr Aufmerksamkeit. Es erstaunt mich immer wieder, wie der Atem, der eine so offensichtliche Transaktion ist und der nicht lautlos abläuft, den ganzen Körper bewegt, aber die meisten Menschen nehmen ihn nie jemals wahr. Wenn du deinen Atem nicht wahrnehmen kannst, wie willst du dann etwas wahrnehmen, was subtiler ist? Denn dein Atem ist eine geräuschvolle Aktivität, es passiert einfach. Wenn du die Aufmerksamkeit auf diese Dinge lenkst, wie du isst, wie du trinkst, wie du atmest, wie du alles berührst, was du berührst, wirst du sehen, dass die gesamte Lebenswahrnehmung auf eine ganz andere Ebene gelangen wird. Diese einfachen Dinge tun die meisten Menschen nicht. Sie verschlingen, was sie essen und trinken, sie atmen ganz unbewusst. Sie berühren alles und jedes, ohne zu wissen, was sie anfassen und fühlen. Im Großen und Ganzen geschieht es für die meisten Menschen auf diese Weise. Wenn du darauf deine Achtsamkeit richtest, lass mich das Wort Achtsamkeit gar nicht erst verwenden, weil es vielen Menschen vielerlei bedeutet, richte mehr Aufmerksamkeit darauf. Wenn du diesen Dingen also viel mehr Aufmerksamkeit schenkst, dann ohne irgendetwas zu verlangsamen, das ist wichtig. Weil die Leute denken, dass sie, wenn sie atmen, nichts anderes tun sollten, als nur zu atmen. Wenn du isst, musst du essen. Wenn du trinkst, musst du eben trinken. Nein.
Das ist das Schöne am Menschsein, dass wir die geistige Fähigkeit haben, komplexe Aktivitäten in uns selbst ablaufen zu lassen und dennoch in der Lage sind, aufmerksam zu sein. Es ist so, als ob man ein Auto fährt und trotzdem mit jemandem ein Gespräch führen kann. Es gibt also ohne weiteres zwei Ebenen der Aufmerksamkeit. Du könntest demnach tun, was du gerade tust, und trotzdem auf den Atem achten. Atmen ist ein Prozess, der ständig geschieht, also kannst du darauf Acht geben. Du kannst auch auf das Essen, das du isst, und das Wasser, das du trinkst, Acht geben. Lass es die ganze Zeit nicht einfach nur geschehen. Die Möglichkeit, Dimensionen des Jenseitigen zu kennen, die Möglichkeit, in die mystische Natur der Existenz einzutauchen, ist also sehr stark verwurzelt in der Zusammensetzung der fünf Elemente, aus denen wir bestehen. Hier einen Wandel herbeizuführen, kann für dich fantastische Dinge bewirken. Aber man muss auch verstehen, dass fantastische Dinge dein Leben auf den Kopf stellen können. Das liegt in der Natur fantastischer Dinge.